Gute und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Aufeinandertreffen der Lilien und Eintracht Braunschweig. Endstand vor 16.342 Zuschauern 2:1. Bei mir natürlich die beiden Cheftrainer und Herr Schiele. Sie würde ich zunächst um das Statement zum Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Hallo in die Runde. Erstmal vorneweg tauschen Glückwunsch zum Sieg, zu den drei Punkten, die und SV Darmstadt. Klar, man weiß, was auf einen zukommt, wenn man hierher fährt. Viele Emotionen, Zuschauer stehen komplett hinter der Mannschaft, peitschen sie immer nach vorne, musste sehr viel wegverteidigen, brutale Qualität nach vorne, sehr viele lange Bälle, sehr viel Dominanz und Wucht auch. Haben wir, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit, bis auf die ersten paar Minuten, auch sehr gut hinbekommen. Dann haben wir auch die erste Riesenchance mit Keita Endo im Spiel, wo wir leider nicht aufs Tor bringen den Ball und danach noch so ein Torschuss. Und Darmstadt hatte auch ihre zwei, drei Möglichkeiten. Ich glaube schon, also von den Chancen her ausgeglichene Partie, von den Spielanteilen natürlich weit mehr für Darmstadt. In der zweiten Halbzeit ging schon so weiter. Die Druckphase muss überstehen. Dann sind wir auch nach vorne gekommen, haben wir einen Handelfmeter bekommen für uns, sind wir 1-0 in Führung gegangen und der Druck wurde halt nicht weniger. Und in dieser Druckphase haben wir es nicht geschafft, uns so nach vorne zu befreien, mal 2, 3, 4 Pässe miteinander zu spielen oder dann auch in die Räume reinzukommen, um einfach auch mehr Entlastung zu haben. Und kam das 1-1 auch. Vielleicht auch zu schnell oder zum blöden Zeitpunkt. Und wir sind dann einmal dann nochmal nach vorne gekommen, wo wir nochmal so einen Elfmeter hätten bekommen können, wo der Schiedsrichter dann zurückzog aufgrund von Videoentscheidungen. Und er nimmt das Foul an oder er nimmt den Kontakt an. Schiedsrichter pfeift dann nicht, so ist manchmal. Und dann haben wir die Druckphase leider nicht überstanden, ganz zum Schluss hinaus und gehen dann leider als Verlierer vom Platz. Und ich denke trotzdem ein Kompliment an die Mannschaft, an meine Mannschaft auch heute. Wie sie dagegen gehalten haben, wie wir trotzdem einiges mitnehmen können, wie wir auch einen Spitzenreiter schon auch vor Aufgaben gestellt haben, aber letztendlich leider ohne Punkte nach Hause fahren und hoffen wir dann, dass wir es in den nächsten Wochen diese dann auch einfahren. Alles Gute euch und ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schiele. Thorsten, wie hast du die vorangegangenen 90 Minuten gesehen? Ja, erstmal danke, Micha, für die Glückwünsche. Auch wir wussten, was auf uns zukommt. Allerdings, was wir nicht wussten, wir hatten es nur erahnt, ist, wie verarbeiten wir diesen Dienstagabend, wie verarbeiten wir viel Lob. Und das fand ich total interessant. Das war auch unsere Herangehensweise dann für das Spiel jetzt gegen die Eintracht aus Braunschweig, dass wir gesagt haben heute, dass wir dieses Lob bestätigen wollen, aber auf eine andere Art und Weise, was den Fußball angeht. Wir haben gesagt, dass wir versuchen, heute wirklich mit den einfachsten Mitteln Massivität aufzubauen im 16er, um den 16er herum, weil wir da einfach auch gesehen haben, dass dann die Möglichkeit besteht, die Eintracht eben tief reinzudrücken. Und deswegen war das heute ein taktisches Mittel, was wir gewählt haben. Auch, muss man jetzt im Nachgang auch sagen, gar nicht so verkehrt, weil einfach der Platz auch momentan richtig schwer zu bespielen ist. Und wie gesagt, das Lob gebe ich aber jetzt an Micha weiter. Wir wussten eben halt auch, auf wen wir treffen, welche Stabilität, welche Umschaltsituation. Und da musst du eben immer auch parat sein in der Restverteidigung. Und das haben wir wirklich richtig gut gemacht. Und wir haben heute unglaubliche Willenskraft, finde ich, gezeigt. Auch mit den Vorkommnissen, Brayden Manu hat sich abgemeldet beim Warmmachen, wir mussten dann kurzfristig eben dort die Startelf verändern. Dann eben diese Sachen, Schiedsrichter hat natürlich Schwerstarbeit gehabt heute, Tore abgepfiffen, wie bei Marvin Melem, da kann man auch drüber streiten und, aber das waren so viele eben von außen erstmal undurchsichtige Situationen, die dann im Nachgang, wie ich finde, dann auch ordentlich geklärt worden sind. Also von daher Willenskraft, einfache Mittel, heute ein Gesicht gezeigt, was total wichtig war nach dem Dienstagabend, eben diesen Frust zu verarbeiten, nicht weiterzukommen, hier nochmal direkt auch mit dem Wissen, wie der Spieltag jetzt auch gelaufen ist, dass wir da einfach so ein Gesicht zeigen, wo es einfach darum geht, heute nur
drei Punkte zu holen und der Weg dorthin war egal wie. Und das haben wir geschafft und deswegen gebührt meine Mannschaft dahingehend ein richtig großes Lob und das bekommen sie auch von mir. Und ein großes Lob habe ich auch an Mischa und an die Eintracht. Es ist kein Gespiel, das ist einfach so, dass ich natürlich auch ein gewisses Herz dort immer noch habe und auch hinschaue und finde, der Mischa macht mit seiner Mannschaft, hat einen Prozess durchgemacht und hat es eben so geschafft, die Mannschaft so zu stabilisieren und so auf den Punkt zu bringen, dass sie mit Sicherheit ihre Ziele auch erreichen werden. Also viel Glück dafür, Mischa, für die nächsten Spiele und ja, weiter so. Dankeschön. Auch ein herzlicher Dank an dich. Es ist Zeit jetzt nun für eure Fragen. Kurzes Handzeichen genügt, das Mikrofon kommt dann. Jan Felber, Darmstädter Echo beginnt. Ja, hallo in die Runde. Ihr habt es beide angesprochen. Kurze Frage nochmal zu dem relativ inflationär gebrauchten Videobeweis heute, der ja, ohne jetzt über jede einzelne Szene nochmal zu diskutieren, aber hat das Spiel ja auch ein bisschen zerfasert. War dann alles korrekt am Ende oder gibt es dann Sachen, über die man sich trotz des Videobeweises dann wirklich ärgert? Frage vielleicht an beide Trainer. Michael, willst du anfangen? Ja, korrekt ist, weil es der Schiedsrichter so entschieden hat und dann haben wir, glaube ich, wenig Macht dann auch von draußen. Klar bin ich verärgert und bin ich jetzt schon wieder ein bisschen ruhiger oder muss mich ruhig verhalten, wenn du einen möglichen Elfmeter nicht bekommst, wo du dann vielleicht nochmal in Führung gehst. Anders haben wir hier vielleicht heute auch wenig Möglichkeiten gehabt. Dann bin ich verärgert, ja. Und dass es zerfahren ist, ich glaube auch, der hätte früher vielleicht schon auch öfters mal Foul geben können oder dann die Emotion auch rausnehmen, weil man ja weiß, was auch hier dann los ist. Bei uns dann auch genauso und zu Hause im Stadion, aber was soll man jetzt da im Nachhinein noch reden? Ich glaube, Thorsten ist wahrscheinlich ganz einfacher jetzt reden mit drei Punkten im Rücken. Ja, nee, so ganz einfach ist es nicht, aber man hat dann, das fühlt sich immer so komisch an. Natürlich, ja, das, was jetzt Micha sagt, du gewinnst hier. Ich habe mich am Dienstag aufgeregt, dass eben das Foul von Mario Götze vorher nicht gepfiffen worden ist, sonst hätten wir das 2-2 bekommen. Also guckst du da auch zurück und der Spieltag an sich war ja viel mit VAR. Das Tor von Tietz ist korrekt, zieht den Fuß hinten. Ich bewerte die Elfmetersituation, die Micha anspricht, etwas anders. Ist oft dieses Vorstellen des Körpers, was dazu führt. Ich sehe die Situation Marvin Melem, sehe ich eher auf unserer Seite, dass man dort, wenn man weiß, wie die ganzen Zweikämpfe insgesamt geführt worden sind, fand ich, ist das ein Körpereinsatz, der aus meiner Sicht schon regulär war. Aber wie gesagt, so haben wir dann, weil wir jeder für seinen Verein einfach auch trotzdem mit der Fairness sprechen, glaube ich, war es so, dass der Schiedsrichter heute wirklich Schwerstarbeit hatte und viele Szenen ebenso bewertet hat. Ja. Aber ich habe auch schon oft genug gesagt, dass ich jetzt nicht unbedingt Fan davon bin, zu dem Mittel zu greifen. Stefan Köhlein, Kicker und Jürgen Block. Ja, hallo Thorsten. Entschuldigung. Thorsten, du hattest vor dem Spiel gesagt, die Fans sollen die Handschuhe ausziehen und laut klatschen, lauten Support leisten. Jetzt war es nicht so kalt, dass man die Handschuhe unbedingt anziehen musste. Wie warst du mit dem Support zufrieden, mit der Unterstützung des Publikums, nachdem das sowohl dir als auch der Mannschaft gegen Regensburg nicht so gut gefallen hatte? Heute war ein totales Gefühl da, gerade nach dem 1-0. Für die Eintracht, dass sie sofort die Mannschaft aufgerichtet haben und eben halt auch mit dazu beigetragen haben in unseren Drangphasen eben mit lautem Support dann den Ball mit reinzutragen. Und wenn man eben so eine Saison spielt wie bisher, glaube ich, ist immer erst wichtig, dass man weiß, es ist nicht alltäglich, was man gerade sieht, was eine Mannschaft hier abreißt. Deswegen glaube ich, muss es hier komplett brennen. Wusste aber auch, halt, dass die Braunschweiger auch ein paar Fans mitbringen, die halt auch lautstark dagegen anfeuern werden. Deswegen haben wir heute ein Darmstädter Publikum erlebt, was extrem mitgeholfen hat und auch in den nächsten Spielen mithelfen muss, dass wir weiterhin erfolgreich bleiben.
Das war es dann offenbar soweit mit den Fragen. Dann danke für Ihr, für euer Kommen, Herr Schiele, Ihnen und den Braunschweiger eine gute Rückfahrt und viel Erfolg für die kommenden Aufgaben und euch allen einen schönen Restsonntag. Danke.